Espresso kommen. Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Liebe Mirjam Seger, dass wir zwei jetzt endlich mal einen Espresso miteinander trinken. Herzlich willkommen. Nach wie vielen Monaten, Jahren? Keine Ahnung. Genau. Mirjam, du kommst aus meiner früheren Wahlheimat Bergisch Gladbach. Du bist Ghostwriterin, Autorencoach und Mentorin für Ghostwriter. Für Nicht-Eingeweihte. Was macht ein Ghostwriter? Schreibst du Gespenstergeschichten? Ja, ganz genau. Nein, also als Ghostwriter bin ich tatsächlich jemand, der die Gedanken, das Wissen, ja, und die Impulse von anderen Menschen in Sprache verfasst. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die unglaublich viel tolle Sachen wissen und die auch sehr viele Menschen inspirieren können, die ganz viele tolle Sachen erlebt haben, die aber kein Stück schreiben können, die einfach sagen, ich habe zwei linke Hände und ich weiß nicht, wie es geht. Und genau das übernehme ich für diese Menschen. Ich unterstütze sie halt dabei, ihr wunderbares Wissen in Buchform zu transferieren. Ich sage immer ganz gerne, ich gebe, oder das hat jemand mal vom WDR zu mir gesagt, sie gibt Gesichtern eine Geschichte. Und das fand ich ganz, ganz schön. Ja, das ist sehr schön. Ja, und zwar nicht nur im Ghostwriting, sondern eben auch als Coach. Also wenn jemand sagt, okay, ich kann zwar selbst schreiben, aber ich habe keine Ahnung, wie man so ein Buch schreibt, weil Struktur und so weiter und so fort, dann helfe ich dabei auch. Und du hilfst natürlich den Menschen, die einfach keine Zeit haben. Vor allem, ne, ich sag mal, das ist gerade für Unternehmer ein großes Problem, die sagen, ja, ich brauche ein Buch, weil ich erkannt habe, das ist ein super Marketinginstrument, aber wo in meinen 24 Stunden, die eh schon irgendwie 48 sind, soll ich das noch unterbringen? Und da ist der Ghostwriter natürlich die Abkürzung. Ja. Du arbeitest auch als Autorencoach, 45 Projekte, mehr als 350 Beratungen rund ums Expertenbuch hast du schon realisiert, das ist ja echt eine ganze Menge. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wie begleitest du Menschen zum eigenen Buch, wenn die jetzt selbst schreiben? Also wir sind jetzt mal weg vom Ghostwriting, sondern wenn die Menschen selber schreiben möchten. Also wir starten immer mit einem Kick-Off-Termin, wo es erstmal darum geht, dass ich die Person etwas besser kennenlerne, dass ich mal schaue, was steckt so dahinter, auch hinter dem Wunsch, ein Buch zu schreiben. Weil, und ich komme jetzt gerade wieder aus 80 Beratungen, die ich jetzt durchgeführt habe letzte Woche, ein Buch ist nicht immer das richtige Medium. Und ich muss einmal dahinter schauen, was steckt hinter dem Wunsch, das Buch zu schreiben. Das ist erstmal gerade dazwischen geht. Wann ist es denn das Richtige? Ja. Das ist so individuell. Das ist ein bisschen knifflig, das zu sagen. Also ich würde nicht empfehlen, ein Buch zu schreiben, wenn man ganz am Anfang steht. Es gibt ganz viele Coaches, Trainer, Berater, die kommen zu mir, die haben noch keinen einzigen Kunden gehabt und haben halt irgendwo gehört, man muss ein Buch haben, weil es ein tolles Marketinginstrument ist. Das stimmt soweit auch. Aber es wird halt super schwierig, dieses Buch dann auch tatsächlich an die Zielgruppe auszuspielen, weil wo noch nichts ist, boah. Ja, also ich sag mal, wenn man 100.000 Euro auf der Seite hat, dann kann man das machen. Das ist eine finanzielle Geschichte. Dann kann man sich die Follower einkaufen oder das Buch einfach selber kaufen oder das Verschicken mit ganz viel Ads draufgespielt, dass man das an die richtige Zielgruppe ausspielt. Aber da würde ich wirklich sagen, ein Buch ist super, wenn du schon Erfahrung hast mit dem, was du tust. Also das heißt, wenn du schon erfolgreich bist. Und dann ist es so das i-Tüpfelchen obendrauf, weil es kann dich halt noch erfolgreicher machen. Es kann wirklich deine Expertise enorm auf dem Markt etablieren. Es kann dir Kunden reinspülen ohne Ende. Tatsächlich, das funktioniert bei ganz, ganz vielen meiner Kunden. Aber es ist halt wirklich so eine Sache, du musst genau wissen, wofür tust du das und was ist das Ziel damit? Viele kommen zu mir und sagen, ich habe ein Buch geschrieben, was mache ich jetzt damit? Und dann denke ich immer so, nein, hättet ihr doch mal vorher bitte einmal nachgefragt, weil dann ist es oft für die falsche Zielgruppe geschrieben. Oder es ist, keine Ahnung, es sind 500 Seiten und die brauchen aber eigentlich nur ein kleines Freebie. Also es gibt da so viele Dinge zu beachten, wo ich mir echt immer wünsche, Leute, überlegt euch bitte vorher, was ist das Warum für euer Buch? Was wollt ihr damit erreichen? Was ist der klare Call to Action auch für eure Zielgruppe? Ja, was soll danach passieren? Was soll davor passieren? Also ich sehe das immer sehr, sehr ganzheitlich. Okay, ich habe dich eben unterbrochen. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn das Warum geklärt ist, wie geht es dann weiter? Genau, dann schauen wir erstmal tatsächlich, was sind die Themen? Dann gucken wir uns auch nochmal ganz genau die Persönlichkeit des Autoren oder der Autorin an. Denn
auch für Menschen, die eher im Hintergrund stehen, ist auch ein Buch nicht unbedingt das beste Medium. Ne? Man sagt immer, ja, man sieht mich ja da nicht, weil ich schreibe, aber das Buch macht ja auch was mit dem Business und auch mit der Persönlichkeit. Das ist, also es ist wirklich das Transformation, die da passiert. Ich finde das total irre. Und, was macht es denn mit dem Menschen? Ja, ich sag mal, wenn du hingehst und erstmal für dich selber überlegst, okay, was habe ich überhaupt zu geben für die Welt? Ne? Da wird es bei vielen schon dünn. Also ist leider so, ja. Dann sagen die, ja, weiß ich gar nicht genau, ich habe mal gehört, ich könnte das machen, ich könnte jenes machen. Und wenn ich dann dreimal nachfrage, dann ist halt da nichts mehr. Ne? Ich sage aber ganz gerne so Beispiel, irgendwer hat dir mal im Sandkasten die Förmchen geklaut und du hast nicht geweint, dann bist du jetzt noch kein Resilienzcoach. Ne? Also da muss man wirklich gucken. Oder ich habe mir schon zweimal einen Parkplatz manifestiert, dann bin ich auch kein Manifestationscoach. Also man muss schon was, da muss schon was dahinter sein. Du musst 200 Seiten mit deinem Wissen und deiner Geschichte füllen. Das ist nicht ohne. Also ich habe ja selbst mein eigenes Buch geschrieben, da kommt man schon mal ins Überlegen, so ist das wirklich besonderes Know-how? Oder ist das was ich mir auch einfach zusammen googeln kann? Also und es geht um Kompetenz. Ja, definitiv. Und wenn ich mir überlege, auch diese Beschäftigung mit der eigenen Geschichte nochmal, ne, da kommt bei ganz vielen sehr, sehr viel hoch. Die sagen, wow, das ist eine Geschichte, die habe ich schon komplett vergessen gehabt. Oder da ist ja doch eine Expertise, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja was völlig Besonderes. Ne? Viele von uns gehen ja so, also gerade Frauen haben ja so dieses, ach, ist doch nichts, ach, mache ich doch nebenher, ne, im Business. Und genau da liegt häufig so ein, das sind so goldene Nuggets, die da wirklich auf der Straße liegen, die man durch so ein Buch auch wirklich gut aufklauben kann. Weil durch die Beschäftigung mit der Zielgruppe, mit der eigenen Geschichte, mit allem, was so dazukommt, da tun sich ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse auf für die Autoren. Und deswegen darf ich das eigentlich gar nicht sagen als Ghostwriter, aber ich bin auch ein großer Freund davon, dass Menschen ihre Bücher selber schreiben, weil das unfassbar viel Klarheit bringt fürs eigene Business, auch für die eigene Person und da, wo es hingehen soll tatsächlich. Ne? Also, wie stellst du denn fest, ob die Leute schreiben können? Also das ist ja teilweise schon grenzwertig, was es draußen gibt, ne? Ja, also ich sag mal, ein guter Lektor macht alles möglich. Ne? Ich kann nicht feststellen, ob jemand schreiben kann oder nicht. Aus meiner Sicht kann eigentlich jeder schreiben, wenn er sich danach eventuell jemand holt, der das Ganze vielleicht nochmal korrigiert, wenn es total schräg ist. Ne? Also das vielleicht auch ein Tipp an dieser Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich planen, selbst zu schreiben. Holt euch immer, egal wie super ihr denkt, dass ihr seid, holt euch immer jemand, der das nochmal überarbeitet. Ich habe jetzt gerade mein eigenes Buch nochmal komplett überarbeitet, weil die Lektorin, die hat da zwar dran gearbeitet, aber nicht ordentlich. Und ich habe es nicht mehr gelesen. Und dann habe ich gedacht beim Durchlesen, ach du Schande, was ist das denn? Ne? Also wirklich niemals darauf verlassen, dass man das selber, man sieht selber seine Fehler nicht mehr. Man ist da so im Tunnel. Es geht ja nicht nur um Fehler. Ne? Also Rechtschreibung sollte man ja eigentlich voraussetzen. Kann man ja heute leider nicht mehr, ne? An der Stelle muss ich auch nochmal laut sagen, was schrecklich ist. Aber es geht ja auch darum, dass das lesbar ist, was die Menschen dann schreiben. Dann macht, genau. Das macht ja nicht der Lektor. Wer tut das? Machst du das? Doch, tatsächlich der Lektor. Warum nicht? Also, was heißt lesbar? Ich sag mal, wenn wir hingehen und erstmal überarbeiten, was soll drinstehen, ne? Dann schreiben die Leute natürlich. Also, ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt, dass jemand, der gesagt hat, er möchte selber schreiben, so gar nicht zustande gekriegt hat. Die Menschen, die haben schon eine Bewusstheit, dass es passt. Und der Lektor kann schon einiges rausholen. Also, ein guter Lektor, der ist wirklich wie ein Rasenmäher über den Text, ne? Und der geht wirklich in die Tiefe und haut dann da auch eben rein. Also, es gibt so nette Lektoren, die sagen, naja, hier würde ich mal Komma setzen oder mal einen Punkt setzen. Ne? Aber es gibt halt auch fiese Lektoren, da zähle ich mich auch selber zu in meinen individuellen Coachings. Die gehen, also ich mähe komplett über den Text drüber. Ne? Ich sage, verstehe ich nicht, hört sich scheiße an, hast du hier oben schon, ändern raus. Ne? Das muss man auch vertragen. Ne? Das ist nicht so nett. Ja, ich hatte meiner Lektorin damals gesagt, sie soll bitte nichts an meinem flapsigen Stil ändern. Ja? Das hat mich dann aber auch so ein bisschen eingeholt, weil ich manchmal schneller geschrieben habe als gedacht und dann es wirklich nicht verständlich war. Ne? Interessant. Ja. Aber nochmal zur Klarstellung, also es sind dann keine fiese Lektoren, sondern ich finde, das dient dem Projekt dann auch. Ja, ne? Auf da jeden Fall. Da muss man auch dankbar für sein, wenn jemand so akribisch ist und da auch so richtig rangeht. Dann, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Was war denn das bisher schönste Buch? Das Beste kann man ja so nicht sagen, das ist ja sicherlich auch Geschmackssache, ne? Was du begleitet hast.
Boah, ey, das ist echt eine gute Frage. Also die schönsten Bücher sind eigentlich die, wenn ich so entdecke, dass da wirklich auch bei den Autoren was passiert. Im Ghostwriting ist das nochmal was anderes, weil da ist irgendwie jedes Buch cool, was ich betreue, denn ich denke mich ja unglaublich in die Persönlichkeit rein, in das Business rein, sonst kann ich das Buch gar nicht schreiben. Also diejenigen, die denken, ein Ghostwriter, der klöppelt nur irgendwas zusammen, die sind halt wirklich auf dem Holzweg. Ne? Es gibt auch diese Texter, die googeln irgendwas zusammen, dann schreibst du deinen Namen drauf und fertig. Ob das dann dein Buch ist, lasse ich jetzt mal so offen. Ne? Aber wenn ich sehe, dass bei den Autorinnen und Autoren wirklich viel passiert, ich habe gerade ein Projekt in der Arbeit, das ist ein Business-Roman. Das ist sehr, sehr cool. Also weil da nicht nur Geschichte erzählt wird, sondern auch ganz viel von den Autoren mit drin ist und dann auch das Wissen irgendwie noch weitergegeben wird und auf eine ganz besondere Art und Weise, das ist schon was Besonderes. Ne? Das ist nicht so der Standard, aber sonst das Schönste, kann ich gar nicht sagen. Finde die alle cool irgendwie. Ja, aber wo du sagst, Mensch, also das war einer der herausragendsten Projekte, das war mein größter Erfolg, wo es sich vielleicht auch anders entwickelt hat, als du gedacht hast. Also ich habe tatsächlich zwei Bücher geschrieben, die sind Bestseller auf Amazon geworden, wirklich in der Kategorie. Das ist natürlich schon cool. Thematisch ist das immer dann, also sind es natürlich Bücher, die ich einfach genial finde, wenn ich mich selber auch in der Zielgruppe befinde. Also wenn ich für Menschen schreiben kann, die eine ähnliche Herausforderung haben wie ich. Und das waren diese zwei Bücher auch. Ne? Also da war ich sehr mit den Autoren auf einer Wellenlänge. Das hat super gepasst. Und ich war selbst auch Zielgruppe. Und da war es für mich sehr, sehr leicht. Also es war einfach, das zu schreiben. Wo ich gesagt habe, okay, ich brauche einfach nur das schreiben, wie es mir auch selber geht. Und das dann verbinden mit dem, was den Autoren quasi ausmacht. Das hat mir schon Spaß gemacht. Das war aber dann Ghostwriting und kein Autorencoaching. Genau, das war Ghostwriting beides, ja. Wie muss ich mir das bei dem Autorencoaching vorstellen? Wie oft triffst du die? Wie sind da die, ich nehme an, du machst dann Sprints, ne? Also du wirst ja dann nicht erst warten, bis die ersten 100 Seiten geschrieben haben. Wie funktioniert das? Also kommt drauf an. Ich habe ja zwei Programme. Einmal das Gruppenprogramm, was jetzt im September startet. Da arbeiten wir schon gemeinsam in der Gruppe. Da gibt es Videos, da gibt es Gruppencalls, da gibt es 1-zu-1-Coachings, WhatsApp-Support. Einfach, um das Individuelle zu verbinden, was jedes Buch hat. Ich finde, du kannst Bücher nicht komplett über einen Kamm scheren. Es gibt immer irgendwie individuelle Anforderungen mit dem, was irgendwie jeden Autor irgendwann ereilt. Ne? Also du musst ja erstmal wissen, okay. Was denn zum Beispiel? Ja, ich meine, du musst erstmal wissen, wie erstelle ich so eine Struktur. Dann irgendwann kommst du zu Schreibblockaden. Die meisten haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie tatsächlich aufwendig das Selbstschreiben ist. Also die sagen, ja, ich stehe halt morgens dann eine halbe Stunde früher auf. Machen die 2 Wochen lang und dann sind sie müde. Ne? Oder, keine Ahnung, ich mache halt dann das und das nicht mehr. Ne? Also ich mache mit meinen Kindern nicht mehr so viel. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also das musst dir wirklich bewusst sein. Du musst dir diese halbe Stunde, Stunde am Tag irgendwo wegschneiden. Ne? Die kommt nicht irgendwie, es gibt nicht auf einmal 25 Stunden Tage, sondern es sind immer noch 24. Und die meisten meiner Autoren haben auch viel zu tun. Also da schauen wir wirklich genau rein, wie kannst du auch deinen Arbeitsalltag organisieren, um das irgendwo unterzukriegen. Weil meistens gibt es irgendwo Sachen, die nicht sein müssen. Ne? Also was weiß ich, dann fliegt halt irgendwie Social Media so ein bisschen raus oder das Scrollen durch den Feed. Oder es ist tatsächlich abends die Sporteinheit, die halt dann irgendwie schneller sein muss. Ne? Da gucken wir wirklich genau hin. Und also das ist in der Gruppe, da profitierst du halt im Endeffekt auch von der Gruppendynamik. Und im 1-zu-1-Coaching, da arbeite ich wirklich komplett individuell. Und was du gerade gesagt hast, ich warte tatsächlich so lange, bis die Autoren das meiste geschrieben haben. Weil ich erstmal eine Grundlage brauche. Und es gibt im Buchprozess zwei Phasen. Es gibt die kreative Phase, das ist die Schreibphase. Und dann gibt es die Überarbeitungsphase. Und die sollte man möglichst nicht mischen. Wenn du nämlich anfängst, in der Kreativphase zu überarbeiten, dann stockt der komplette kreative Prozess. Und das ist etwas, was ich versuche, möglichst zu trennen. Deswegen lasse ich die Autoren immer erstmal schreiben und dann fange ich an zu lektorieren. Wie lange dauert das dann? Also wie lange sind die unterwegs in der Regel, bis die dann sagen... Ja. Das dauert, so lange wie es dauert, ne? Ja. Also, ja, nee, keine Ahnung. Also, das ist, manche sind nach 3 Monaten fertig, andere brauchen ein Jahr. Ja, ja. Also, das hängt halt davon ab, wie viel du schreibst, ne, im Alltag. Ich habe eben Leute, die schaffen das tatsächlich, sich jeden Morgen hinzusetzen und die halbe Stunde zu schreiben, die kommen dann natürlich deutlich schneller voran als diejenigen, die sagen, ich mache das nur am Wochenende, ne? Und dann am Wochenende ist nämlich immer irgendwas. Also,
Das ist auch vielleicht ein Tipp für diejenigen, die schreiben wollen, versucht euch irgendwie Zeitfenster zu schaffen. Ne? Ich habe das genauso gemacht. Ich habe dann wirklich gesagt, so, jetzt will ich mein eigenes Buch auf die Straße bringen und jetzt sind eben die Kundenaufträge mal hinten dran und mein eigenes Buch ist morgens dran. Ne? Ich habe so ein Zeitfenster morgens, wo ich dann wirklich alles abstelle, kein Handy, kein E-Mail, kein gar nichts. Da gucke ich auch vorher nichts anderes und da habe ich dann das Buch geschrieben in der Zeit. Ne? Und dann war es auch recht schnell fertig. Ich war innerhalb von 8 Wochen durch. Was war das für ein Umfang? Das kann fix gehen. Was war das für ein Umfang? 250, glaube ich, habe ich. Ja. Also ich weiß jetzt die Wortanzahl nicht. Ne? Das ist schon, war schon ein Buch. Also rein theoretisch kannst du es an einem Wochenende schreiben, ne, wenn du richtig Gas gibst. Aber das ist für die meisten ja unrealistisch. Naja. Ich würde mal sagen, Zeitraum von etwa 4 Monaten, 4 bis 6 Monate ist schon, ja. Solltest du schon einpeilen. Also zum Schreiben oder inklusive deiner Begleitung? Inklusive Vorbereitung, eventuell Coverdesign, was weiß ich, Buchsatz, was du so alles hast. Ne? Ich würde jetzt sagen, reine Schreibzeit 4 Monate plus dann nochmal 2 Monate dranhängen. Ja. Also das heißt, das ist ja dann, kann ja dann durchaus ein Nahziel oder ein mittelfristiges Ziel sein. Das ist ja jetzt keine Riesengeschichte sein. Ne? Du wendest dich an Coaches, Trainer und Berater, nur das noch mal, dass wir das nochmal erwähnt haben. Wie stelle ich dann als potenzielle Autorin fest, dass ich ein Buch in mir trage und es nur zu Papier bringen muss? Und wie vor allen Dingen stelle ich fest, ob das überhaupt Sinn macht, zu dem Thema, zu dem es wahrscheinlich auch schon ganz viel Literatur gibt, auch noch meinen Sermon abzusondern? Also ein Buch ist halt ein Medium, was dir unter Umständen Zeit sparen kann. Ne? Wenn du merkst, dass du deinen Kunden oder Interessenten eigentlich immer wieder das Gleiche erzählst, ne? Dann ist das schon eine gute Möglichkeit, das einfach mal in ein Buch zu verpacken. Also jetzt nur mal ein Weg. Ne? Wenn du merkst, okay, meine Kundengewinnung stockt und ich habe eine lesende Zielgruppe, das sind häufig Frauen, wobei Männer lesen auch, ne? Also ich sag mal, Menschen, die wirklich gerne auch dieses Medium Buch nutzen und du merkst, okay, in den Posts, die ich zum Beispiel rausgebe, da kann ich einfach noch nicht alles schreiben, was ich gerne möchte. Und du hast vielleicht schon Blogbeiträge geschrieben oder sagst, ja, ich wünsche mir einfach mal, dieses ganze Wissen mal zusammenzupacken. Dann ist ein Buch natürlich mega, weil du kannst einfach die Leserinnen eine sehr lange Zeit über diese Lesedauer an dich fesseln so ein bisschen, ne? Und kannst deine Persönlichkeit und deine Stories und auch dein Know-how in einer ganz besonderen Form, in einer Form, die, also wo wir einfach sagen, Bücher haben für uns einen Mehrwert. Ne? Wenn du ein Buch bekommst, bei mir stehen so viele Bücher im Regal, dann denke ich immer, ich kriege meinen Satz nicht zu Ende jetzt gerade, dann denke ich immer so, ja, das hat einfach einen Wert. Ne? Das ist nicht so schnelllebig wie so ein Post oder so ein Blogbeitrag. Also das ist einfach was, ich nehme das immer noch in die Hand, ich stelle es ins Regal, ich lese da mal rein, ich lese es vielleicht auch mehrfach. Und wenn du dir sowas wünschst, ne, dass du sagst, okay, ich möchte einfach nicht nur in den Köpfen meiner Kunden oder Interessenten sein, sondern ich möchte tatsächlich dauerhaft irgendwie in deren Leben sein, dann ist so ein Buch natürlich mega. Und wie merkst du das? Also ich glaube, das ist so der Innere, das kommt so von dir innen raus, dass du sagst, es ist jetzt Zeit, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Und oft erzählen mir meine Autorinnen und Autoren auch, dass sie angesprochen wurden von ihren Kunden. Kannst du nicht mal ein Buch schreiben? Wobei man muss natürlich aufpassen, es gibt auch einige, die sagen, ja, ich möchte gerne ein Buch schreiben und es ist halt nichts dahinter. Also da ist es wirklich wichtig, sich einen Sparringspartner zu holen und zwar bitte nicht Freunde und Familie, sondern wirklich Menschen, die Abstand zu dir haben, die dir wirklich ein ehrliches Feedback geben. Letzt habe ich mich mal zu einem Business Lounge getroffen und da hat jemand gesagt, ja, ich habe schon 20 Bücher geschrieben. Und dann habe ich da mal hintergeguckt und dann dachte ich, ich falle vom Stuhl. Das waren nicht 20 Bücher, das war jeweils ein Kapitel von irgendwelchen Gemeinschaftsbüchern. Hey, ja, ja. Also ich finde das unglaublich, wie Leute damit teilweise umgehen, wie skrupellos ja. Und welcher Hutzpe. Ja, ja. Diese Gemeinschaftsbücher, die haben ihre Daseinsberechtigung. Nur du musst dir halt überlegen, wenn du es wirklich ernst meinst, bringt dich das auch nicht wirklich weiter. Ne? Das ist schön und gut, da irgendwo in einem Buch drin zu sein. Und du hast dann den Autorenstatus und kannst dann eben sagen, okay, ich bin gelistet auf Amazon oder sonst wo. Dafür ist das okay.
Aber dadurch, dass das so inflationär geworden ist, muss man halt wirklich schauen, was bringt mir das tatsächlich? Habe ich da was von, was ist das für ein Buch? Ist es ein Verlagsbuch oder ist es einfach nur eins von so vielen Amazon-Sammelbänden, wie sie es gerade gibt? Ich habe ja auch schon solche Dinge gemacht. Ne? Es ist ganz gut, um da mal so ein bisschen die Scheu vor diesem Projektbuch zu verlieren. Aber wenn du es wirklich ernst meinst, würde ich dir immer empfehlen, mach ein eigenes. Ja, du teilst dir die Aufmerksamkeit dann auch, ne? Genau. Und das Blöde ist einfach, du hast eine sehr inhomogene Zielgruppe, weil in so Sammelbänden sind, wenn die nicht unter einem Thema stehen, ne, da sind, sage ich mal, Pferdecoaches neben Business-Coaches, neben Hardcore-Vertriebstrainern und, keine Ahnung, Akasha-Chronik-Lesern. Ne? Und das kann super, das kann toll sein für die Leser, dass sie sagen, okay, ich möchte mich mal über all diese Dinge informieren und schaue dann weiter, wo ich weitergehe. Aber meistens lesen wir ja Bücher, weil wir irgendwie eine Herausforderung haben und diese Herausforderung lösen wollen. Ja? Also, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, dann weiß ich, okay, Thema PR, ja. Dann habe ich aber nicht noch die Akasha-Chronik mit dabei oder das pferdegestützte Coaching. Ne? Und das ist so eine Sache. Also da muss man wirklich gucken, wer sind meine Co-Autoren, wo geht das hin? Ich habe gerade auch ein Angebot, wo ich echt so ein bisschen überlege für so ein Gemeinschaftsprojekt, wo die Reichweite unfassbar groß ist. Ne? Du hast gerade einen neuen Workshop gelauncht, deine 7 Schritte zum Expertenbuch. Was lerne ich denn da? Okay. Da kriegst du in etwa 90 Minuten die volle Druckbetankung. Da gebe ich dir wirklich alles mit, was du, welche 7 Schritte du gehen musst, wenn du dein Buch schreiben möchtest. Also wirklich von der. Genau, das ist auch der Tipp. Das sagt der Titel. Ganz genau, ja, das sagt der Titel. Aber das ist wirklich jetzt nicht irgendwie bla bla bla, sondern ich sage dir so, du musst erstens das, du musst zweitens das, du musst drittens das. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja, lass uns doch mal schauen und das kann das Buch für dich tun. Natürlich kommt das auch mit drin, aber du kriegst konkrete Infos dazu, wie du es machst. Also natürlich nicht super im Detail, 90 Minuten, das schaffe ich nicht. Aber du weißt zumindest erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, das ist alles dran und das ist in der Reihenfolge dran. Und theoretisch, wenn du dir dann zu diesen einzelnen Dingern das Wissen holst, dann kannst du es selber umsetzen danach. Weil ich finde es so schlimm, dass die Leute ihre Bücher nicht schreiben, weil die immer sagen, ich weiß nicht wie und wie und was und wo. Und ich sehe mich da auch so ein bisschen als Multiplikator. Wenn die dann natürlich danach zu mir kommen, ist es auch cool. Dieser Workshop 7 Schritte zum Expertenbuch ist sozusagen für Do-it-yourself, ne, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und du hast aber auch noch ein anderes Angebot für Leute, die also eine permanente Begleitung möchten, nämlich die Autorenakademie. Wie funktioniert die? Ganz genau. Die startet jetzt im September. Das heißt, wir schauen auch erstmal rein in einem Kick-off-Termin, was soll das Buch für dich tun? Wo soll es hingehen? Wer bist du überhaupt? Welches Buch brauchst du? Also ist es eher das Verlagsbuch? Ist es das Self-Publishing-Buch? Ist es das Funnel-Buch? Ist es irgendwas Gedrucktes? Und dann begleite ich dich halt in Gruppen und individuellen Calls 4 Monate lang beim Schreiben. Es gibt ergänzende Videomodule, wo du im Endeffekt dieses ganze Background-Wissen bekommst, also wirklich bis ins letzte Detail, so nach dem Motto, so schreibe ich ein Exposé, ich führe dich da komplett durch oder so kann ich ein Print-on-Demand-Buch veröffentlichen oder ich habe Expertinnen und Experten dabei, unter anderem ja auch dich wunderbarerweise zum Thema PR von der Druckerei. Ich habe jemand dabei, der dir sagt, wie du deinen Arbeitsalltag strukturieren kannst. Ich habe eine Personal-Trainerin dabei, die aktive 5-Minuten-Pausen macht. Ich habe eine Grafikerin dabei, die dir zeigt, worauf du achten musst, wenn du dein Cover gestalten lässt oder es vielleicht selber gestaltest. Was, du wirst jetzt nicht zum Grafiker, ne? Aber ich meine, es gibt ja eine Farbenlehre, es gibt Schriften, die eine Wirkung haben. Einfach, dass man dann auch sagen kann, selbst wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest, hast du das Know-how, um da wirklich zu sagen, okay, ich weiß, was ich will, ne? Und lass mich da nicht irgendwie einlullen von irgendwas. Weil das Schreiben ist echt nur so ein Teil so eines Buchprojektes. Und ich finde es super wichtig, dass die Autoren da auch wirklich schlau gemacht werden, auch für diese ganzen anderen Dinge. Und viele meiner Autoren sind Self-Publisher, weil die erkannt haben, dass es einfach der schnellere Weg ist und der sehr, sehr gut geeignet ist für viele Ziele, die die Autorinnen und Autoren erreichen wollen. Ne? Ja, 4 Monate das und dann gibt es noch 8 Monate Nachbetreuung quasi. Ja, wow. Was muss ich denn grundsätzlich überhaupt einkalkulieren, wenn ich ein Buch schreiben will, an Budget? Theoretisch brauchst du nur einen Rechner. Ja, ist so. Du brauchst eigentlich nur einen Rechner, weil wenn du dann sagst, okay, ich suche mir einen Verlag, dann übernimmt ja der Verlag den größten Teil der Kosten, also wie Coverdesign, wie Buchsatz, wie Lektorat und so weiter und so fort. Nur man muss auch ganz klar sagen, die Verlage, die warten nicht auf dein Buch. Da brauchst du schon einen sehr großen Namen für oder ein mega geiles Thema, das, zu dem man sagen kann, das war noch nie da oder einen super neuen Ansatz. Also
Verlage wollen Geld verdienen und das ist das, was du denen irgendwie klar machen musst, wenn du bei dein Buchprojekt dort einreichst, nach dem Motto, wie können sie mit diesem Buch Geld verdienen? Die wollen verkaufen und wenn du denen klar machen kannst, dass dieses Buch Millionen Mal oder was weiß ich, tausende Male verkauft wird, dann wird es auch einfacher mit dem Verlagsvertrag. Dann bekommst du Geld dafür. Ne? Dann gibt es die Tantiemen dafür, wobei die sind nicht so mega üppig, also 1 Euro pro Buch ist nicht ungewöhnlich. Ne? Wenn man Stephen King heißt und verkauft Millionen davon, dann lohnt sich das, aber sag mal, für Lieschen Müller mit, weiß ich nicht, es gibt manche Sachbücher, die werden 200-300 Mal verkauft, dann kannst du besser sein lassen mit dem Schreiben. Ne? Also das ist immer so eine Sache. Mhm. Und Mindest für den Verlag. Genau. Wenn du Self-Publishing möchtest, sag mal, am allergünstigsten, also wenn du jetzt wirklich günstig, billig machst, bist du ungefähr mit 1.500 Euro dabei, würde ich sagen, für ein 200-Seiten-Buch. Und wenn ich mich von dir begleiten lasse in der Autorenakademie, was muss ich da rechnen, so grob? Mhm. Die Autorenakademie liegt bei knapp 6.000 Euro für die Begleitung. Da kommen natürlich unter Umständen auch noch Kosten auf dich zu, wie Grafikdesign, Lektorat, Korrektorat. Ne? Das ist dann nicht mit drin, weil das so individuell ist. So einfach mal schauen. Ne? Weil mir ganz wichtig ist, ja? Nee, bei der Autorenakademie, was mir halt wichtig ist, ich sehe es immer super ganzheitlich. Also deswegen sage ich auch, ich bin Buch- und Business-Coach an der Stelle oder Mentor, weil das Buch an sich ist nur ein Teil. Ne? Es ist nur ein Teil für dich, für dein Business. Und gerade die Reichweite und die Sichtbarkeit sind mir halt auch extrem wichtig. Und ich gucke da auch wirklich drauf, und das machen wir auch dann in der Autorenakademie. Was machst du zum Beispiel auf Facebook? Was machst du auf YouTube? Gibt es da schon irgendwas? Was machst du an PR? Ja, also das ist nicht so, dass es nur um das Buch geht, sondern es geht wirklich um dein ganzes Business, weil nur das Buch, es nützt halt einfach nichts. Ne? Deswegen ist mir das so wichtig, da wirklich ganzheitlich drauf zu gucken. Ja, ja. Sag mal, Mirjam, wo kommst du beruflich her? Ja, also ich bin tatsächlich gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, habe dann noch ein betriebswirtschaftliches Studium draufgesetzt. Ich bin ausgebildete Werbetexterin. Mein Journalistikstudium habe ich nicht fertig gemacht tatsächlich. Das war irgendwie, lief dann irgendwie so rum. Und ich habe über 20 Jahre im Mittelstand gearbeitet, in unterschiedlichsten Positionen. Also vom Marketing, internationaler Vertrieb, Assistenz der Geschäftsleitung, Human Resources, Logistik, alles. Das ist auch eine ganz coole Geschichte, weil ich halt einen sehr guten Überblick über Unternehmen habe und kann da auch immer guten Mehrwert bieten an der Stelle. Weil mir das halt einfach nicht fremd ist. Wenn jetzt ein Vertriebstrainer kommt und sagt, ich möchte ein Buch für Vertriebler schreiben, dann weiß ich halt, okay, da sind die Schmerzen, da sind die Herausforderungen. Also es ist ganz gut. Warum bist du in die Selbstständigkeit gegangen? Ich hatte keinen Bock mehr, dass irgendjemand mir sagt, wann ich wie wo zu sein habe und wie das wo zu laufen hat. Ich komme aus einem selbstständigen Haushalt und es war einfach Zeit. Meine Kinder waren alt genug. Ich habe gesagt, ich möchte das super gerne mal ausprobieren und das hat funktioniert. Ja, ja, und immer besser, ne? Also wenn man nicht so auf Social Media sieht, du hast da ja einen Teil nach dem anderen raus. Also ich finde das schon sehr beeindruckend. Wir kennen das ja jetzt auch schon ein bisschen länger, wie du da die PS auf die Straße bringst. Das ist schon super. Danke. Ja. Aber nichts, was von selber kommt, ne? Also ich sage da wirklich, vor nichts kütt nichts, ne? Wie das Kölsche Grundgesetz sagt, das stimmt schon. Also die 3 Jahre oder 3,5 Jahre, die ich jetzt selbstständig bin, es ist, also ich bin auch durch Täler gegangen. Ne? Das ist nicht immer witzig. Gerade am Anfang, wenn die Kundengewinnung noch nicht funktioniert und du wirklich auch dich erstmal selber positionieren musst, wo es hingeht. Ich bin da auch wirklich in meinem Angestellten-Mindset lange festgehangen und habe nach Leuten gesucht, die mir sagen, so musst du das machen. Das machst du jetzt als nächstes, ne? Weil ich das 20 Jahre so kannte. Und sich davon zu lösen und wirklich zu sagen, so nee, ich mache jetzt mein Ding und ich hole mir die blutige Nase, die ich oft genug mir geholt habe. Ne? Und die ersten Projekte habe ich nichts dran verdient. Ich habe wirklich Bücher umsonst geschrieben, weil ich die Referenz haben wollte und weil ich erstmal für mich schauen wollte, wie das funktioniert. Und das ist auch so eine Sache, weil ich bilde ja auch Ghostwriter aus. Ne? Manche denken so, ja, ich mache jetzt hier die Ausbildung und dann verlange ich sofort irgendwie 20.000 Euro für so ein Buchprojekt. Das funktioniert halt einfach nicht. Also da wirklich Schritt für Schritt nach oben gehen und auch gerade im Moment sind ja so viele Coaches auf dem Markt, die sagen, ja, Millionen verdienen und 6-stellig hier und 6-stellig da. Leute, fangt erstmal irgendwo an. Also ihr müsst auch erstmal eure Dinge verdienen und erstmal Referenzen sammeln und vor allem Mehrwert für Menschen bieten, bevor ihr selber da richtig Kohle abgreift. Ich meine, mittlerweile habe ich mein Business so aufgebaut, dass es sehr gut läuft. Aber das hat gedauert.
Das ist nichts, was sofort funktioniert. Da brauche ich mir keinen Lamborghini mieten und damit irgendwie eine Facebook-Ad schalten und sagen, ich mache dich fünfstellig. Und dann guckst du dir das Profil an. Ja, nichts dahinter. Ne? Also müssen auch nicht alle auf Dubai wohnen. Ne? Sorry, jetzt kriege ich mal gerade so ein bisschen... Auch nicht auf Mallorca oder sonst wo, ne? Nee, wo auch immer, ne? Also ich sag mal, es ist schön hier im Oberberg. Ja. Welche Rolle haben denn deine Familie und deine engsten Freunde gespielt? Haben die dich unterstützt oder haben die gesagt, oh, die ist die bescheuert, oder hat die denn jetzt schon wieder vor? Beides. Nein, also ich sag mal, mein Mann, der ist wirklich Support Number One für mich. Wenn der nicht am Anfang für mich da gewesen wäre und der ist, der verdient Gott sei Dank fix im Angestelltenverhältnis, dann hätte das nicht funktioniert. Also am Anfang war es ein Zuschussgeschäft, kann ich nicht anders sagen. Meine Kinder sind auch meine Mega-Supporter, weil die, also gerade meine Tochter, die sagte so, Mama, mach voran und lass dich nicht niederkriegen. Die ist 15, ne? Also total genial. Die waren immer für mich da, die haben mich auch wirklich gepusht und haben gesagt, ich soll in die Selbstständigkeit gehen. Natürlich machen die auch lange Gesichter, wenn ich abends um 9 Uhr nochmal am Rechner sitze. Ne? Das ist halt nicht so. Früher gab es dann halt mal den gemeinsamen Fernsehabend und da habe ich dann relativ zügig auch gesagt, sorry Leute, da bin ich raus. Ne? Das kann ich nicht mehr so mitmachen, das möchte ich nicht, ich habe andere Ziele. Das müssen die auch schlucken. Ne? Also das fanden die nicht so witzig und ganz viele Freunde haben das auch nicht verstanden. Die haben gesagt, nee, ich verstehe das nicht. Warum bist du nicht mehr da am Wochenende? Du hast jetzt da keine Zeit mehr, dieses, jenes. Du hast dich zurückgezogen. Ja, und von denen habe ich mich dann tatsächlich auch verabschiedet. Ne? Also das, ich finde, das macht wirklich einiges mit einem, die Selbstständigkeit. Ne? Mit einem selber und auch, ja, auch mit dem Umfeld. Ne? Ja. Ja, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber wer dann kein Verständnis dafür hat, wie ich arbeite, warum ich das tue, ja, das ist dann eben leider nicht mehr meine Preise dann. Ne? Mhm. Ist so, ja. Also dafür kommen aber neue Menschen in das Leben. Ne? Dafür kommen neue Menschen, die, weil du entwickelst dich ja weiter und die erkennen, okay, guck mal, da ist jemand, der ist cool und mit dem möchte ich mich mal austauschen und dann findest du andere Netzwerke. So haben wir uns kennengelernt. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Aber ich sag mal, wenn man komplett sagt, ne, ich bin in meiner Komfortzone gefangen und ich habe gar keine Lust, dass sich mein Leben irgendwie ändert, dann würde ich auch nicht vorschlagen, ein Buch zu schreiben, weil das wird auch einiges anstoßen. Und wenn du es nur für dich selber schreibst und in die Schublade legst, weil da passiert so viel im Kopf, das ist irre. Sag mal, du investierst selber relativ viel in eigene Coachings. Ne? Also du bist ja öfter auch bei Hermann Scherer, du warst auch beim Andreas. Warum machst du das und wie amortisiert sich das? Also ich habe für mich, ich bin so jemand, der, ich habe, nochmal anders, ich brauche sehr lange, bis ich entscheide, etwas rauszugeben oder mir Hilfe zu holen, weil ich so jemand bin. Ich bin auch irgendwie mit groß geworden, ich kann alles allein, ich will alles alleine schaffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, kannst du zwar rein theoretisch, bin so ein Scanner-Typ, ne, hier mal, aber alles so halbgar. Und ich habe dann doch erkannt, wenn ich mir Unterstützung hole an der einen oder anderen Stelle, komme ich einfach schneller dahin, wo ich hin möchte, weil diese Impulse so wertvoll sind. Und ich sehe es jetzt gar nicht unbedingt als, ich coach dich jetzt und zeige dir, wie du das machst, sondern ich coach dich und trete dir so lange in den Hintern, bis du es machst. Das ist für mich eigentlich das Wertvolle. Und an so einem Coaching ist einfach dieses, man hat den Sparringspartner an seiner Seite. Man hat eine Person, die weiß, an welcher Stelle man steht und die aber schon da ist, wo man eigentlich hin will. Oder meistens sind ja noch weiter weg, als wo man vielleicht hin will. Ne? Aber das fand ich super, super wertvoll an der Stelle, zu sagen, so, ich kann mich jetzt mit jemand austauschen, der mich versteht in meinem Schmerz, in meinen Herausforderungen und der aber nicht sagt, oh, du armes Hascherl, ja, du musst jetzt, tut mir aber leid, dass du jetzt viel zu tun hast, sondern der eben dann sagt so, jetzt sieh mal zu, dass du voran machst, weil du willst ja irgendwo hin und du hast ein Ziel und vergiss das nicht und jetzt go for it. Ne? Das ist so das Empowerment. Quäl dich, du Sau. Quäl dich, du Sau, hast du jetzt gesagt. Ja, so ein bisschen. Ne? Also ist tatsächlich so. Und ich mag halt das Netzwerken auch sehr, sehr gerne, weil durch diese Coachings, also du hast ja gerade den Hermann Scherer genannt, da bin ich ja in den Programmen drin als Beraterin mittlerweile, lerne ich einfach so viele tolle Menschen kennen. Du hättest zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade noch gesagt am Wochenende oder letzte Woche, du hättest vor 3 Jahren, wenn jemand mir gesagt hätte, er channelt sein Buch, hätte ich gesagt, ja, er channelt mal dein Buch. Ne? Aber ich habe so viele spirituelle Menschen auch kennengelernt und mittlerweile das auch wirklich zu schätzen gelernt, was da teilweise für unglaubliche Energien und Power auf der Welt sind, von denen ich vorher keine Ahnung hatte.
Das hat mich selber auch unfassbar weitergebracht. Vielleicht sagen viele ja, die spinnt ja, ne? Aber je authentischer ich damit werde und je mehr ich damit auch rausgehe, umso mehr merke ich auch, ja, es kommen andere Menschen zu mir und das ist einfach cool. Ne? Und deswegen finde ich auch Coachings, also nicht alles, was es so auf dem Markt gibt. Es gibt auch durchaus Sachen, die sind meiner Meinung nach preislich völlig überzogen. Aber sich jemand an die Seite zu holen, der einen dorthin bringt, wo man hin möchte, mit Tipps, mit Tricks, mit Arschtritten, super wertvoll. Gut, die Frage nach der Amortisation hat sich ja dann damit erledigt, nehme ich mal an. Ja, das kannst du häufig nicht so eins zu eins, finde ich, sagen. Ne? Also ich sage mal, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, 20.000 investiere, wann habe ich die irgendwie wo wieder raus? Ich habe jetzt aber vor kurzem zum Beispiel in Business Coaching investiert, das war ein Wochenende. Das hat mich, ich weiß gar nicht, ich glaube 3.000 Euro gekostet. Das war super günstig, weil der weiß noch nicht, was er wert ist. Ne? Und das hatte ich nach 2 Wochen wieder raus, weil ich einfach den Tipps gefolgt bin. Bitte? Hoffentlich hört er gerade nicht zu. Doch, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe auch gesagt, du weißt gar nicht, was du wert bist. Du weißt gar nicht, was das wert ist, dieses 1:1. Ne? Da mal wirklich intensiv am Business zu arbeiten. Und wie gesagt, er hat mir einfach einen Weg aufgezeigt. Da ging es jetzt konkret um LinkedIn. Ja, und zack, war ich da. Ne? Also das ging super schnell. Ja, aber andere Sachen, da denke ich mir heute noch so, naja, ob sich das Investment gerechnet hat. Also ich finde schon, dass man so rechnen muss, amortisiert sich das jetzt oder nein, denn wir machen das ja alle nicht aus Uneigennützigkeit oder Gemeinsamkeit, ja. Sondern ich finde, man muss das schon so rechnen. Ne? Also die, das sind alles Investments. Ne? So, Das ist ja auch mal ein Buch. Ne? Ich sag mal, okay, selbst wenn du in Coaching investierst und investierst vielleicht noch in ein Buch und so weiter und so fort, also sag mal in die Autorenakademie, ne? Das ist ja nicht wenig. Oder ich sag mal, Ghostwriting bei mir liegt mittlerweile deutlich fünfstellig. Ne? Das ist kein Geld, was du durch irgendwelche Buchverkäufe wieder reinkriegst. Aber wenn du dein Business dann so aufgebaut hast, dass dieses Buch ein mega Marketinginstrument ist und durch dieses Buch viele Kunden in deine Pipeline kommen, die dann bei dir hochpreisige Produkte kaufen, weil du dich einfach durch das Buch als Experte positioniert hast, dann rechnet sich das. Wenn du sagst, ich will dieses Buch 20.000 Mal verkaufen, dann sage ich ja, sorry. Dann musst du dir irgendwie einen anderen Weg suchen, weil das bei den meisten nicht funktioniert. Der Mehrwert liegt definitiv in dem, was danach passiert. Genau, ja, genau. Das ist der Einstieg. Das ist gut, dass du uns das nochmal so erklärt hast. Genauso sehe ich das auch. Es geht tatsächlich dann nicht um direkte Amortisation, aber tatsächlich darum, was dann eben danach passiert. Genau. Stichwort Buch, haben wir ja die ganze Zeit noch nicht ausreichend drüber gesprochen. Liest du noch oder schreibst du? Ja, ich lese tatsächlich 52 Bücher im Schnitt im Jahr. Ja, schön. Also und jede Woche eins. Welches Buch liest du zurzeit? Im Moment lese ich von Jordan Belfort, The Way of the Wolf. Das ist kennt ihr wahrscheinlich den Film mit Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street. Der erklärt da sein Verkaufssystem. Ich lese es auf Englisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir zu sehr auf Aktienhandel. Und nebenbei habe ich noch von Joe Dispenza, weiß gar nicht, Werde übernatürlich oder so irgendwas da liegen. Also ich lese meistens immer 2 oder 3 parallel. Ja, genau. Ne? Was machst du sonst in deiner freien Zeit? Hast du überhaupt dann noch Freizeit für andere Dinge? Ja, ich habe einen sehr großen Garten mit einem Schwimmteich. Den genieße ich natürlich und da zupfe ich immer mal dran rum. Oh, schön, ein Schwimmteich. Ja, genau. Reingeht, ja? Ja, da kannst du reingehen. 17x8 Meter, das ist ziemlich groß auch. Also das ist eine schöne Sache. Ich bin super gerne in der Natur. Ich bin leider ein Shopping-Junkie, also ich gehe super gerne shoppen. Das ist für mich wie Meditation. Ich weiß, es hört sich bescheuert an, aber wenn ich durch die Läden streife und einfach so, mal gucken, ob es hier was gibt, was da was gibt, das ist für mich einfach irgendwie abschalten. Ne? Das finde ich total schön. Und ich habe eine Zeit lang auch... Bitte? Ist das teuer bei dir? Ja, leider ja. Nein, also mal ja, mal nein. Das ist mir so, ich weiß nicht, das ist, also mal oft kaufe ich auch gar nichts. Ne? Das ist für mich einfach irgendwie so ein Gesamterlebnis aus, man geht was essen, man geht was shoppen, man verbringt ein bisschen Zeit, vielleicht noch Kino hinten dran. Also das ist das, was ich mit meiner Familie auch sehr gerne mache. Ne? Und ich reise halt super gerne. Ich reise, also ich habe jetzt das Reisen tatsächlich wieder für mich entdeckt.
lange Jahre war es irgendwie nicht so richtig möglich. Mein Mann ist im Außendienst, der war sehr viel unterwegs mit den zwei Kindern, hat für mich einfach nicht gepasst. So, und jetzt ist es so ein bisschen umgedreht. Also ich habe jetzt noch, nächste Woche fliege ich nach Thessaloniki, in 3 Wochen fliege ich nach New York. Wow. Da ist noch eine Menge unterwegs. Und ich war schon in Portugal, Spanien 2 Mal dieses Jahr. Dieses Jahr ist wirklich verrückt und das mache ich super gerne. Also wirklich einfach Länder entdecken, Menschen entdecken, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich wäre jetzt nicht so der Rucksacktourist, also ich mag schon gerne ein schönes Hotel dabei haben und auch einen Mietwagen, aber ich bin einfach gerne in anderen Ländern und schaue mir das so an. Ich bin mal gespannt, was ich da. Ich war noch nie in Amerika. Ich bin super gespannt auf New York. Also. Das ist aber Zeit, du. Und dann wirst du wahrscheinlich ganz, ganz viele neue Anregungen für deine Coachings mitbringen. Das hoffe ich mal, das hoffe ich mal. Mirjam, noch einen wichtigen Punkt, der bei Unespresso immer stattfindet, ist das Thema Medienarbeit. Welche Rolle spielt Medienarbeit für dich in diesem größeren Kontext? Also ich finde PR super wichtig, weil ich komme ja auch daher. Also ich habe für die Firmen, wo ich früher gearbeitet habe, immer PR gemacht. Deswegen war das für mich einfach so, ich habe das mitgenommen für mich. Ne? Ich könnte, wahrscheinlich sagt dir das jeder, ich könnte mehr machen tatsächlich, aber ich mache eigentlich regelmäßig was. Also ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Lokalredakteur. Ich melde mich regelmäßig beim Lokalsender. Ich habe eine Sache, wo ich, also wirklich PR-Arbeit, wo die so wertvoll ist, auch für Autoren, vielleicht mag ich das, kann ich gerade noch erzählen. Ich war bei Hermann Scherer auf einem Programm und der sagt ja auch immer, man soll PR-Arbeit machen. Dann habe ich, als ich sonntags nach Hause kam, ich war sonntags früh zu Hause, habe ich Sonntagnachmittag noch die Pressemeldung geschrieben, gab es so Excellence Awards. Ne? Da habe ich gesagt, Pippa Fürterin, da wohne ich ja, holt Excellence Award und habe das direkt am Montag früh an meinen Redakteur rausgeschickt. So, dann hat er gesagt, naja, Excellence Award habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ne? Der wird ja dann doch häufiger verliehen im Rahmen dieser Programme, aber sie sind Ghostwriter, finde ich super cool. Ja? Lass mal einen Bericht schreiben. Dann kamen die auch eine Woche später mit seinem Fotografen und haben hier einen Bericht gemacht über mich und den Bericht hat dann irgendwie jemand gesehen vom WDR-Fernsehen. Und das heißt, ich hatte auf einmal das WDR-Fernsehen am Telefon und die haben gesagt, ich habe den Bericht gesehen, wie cool ist das denn? Wir möchten einen Beitrag über sie drehen. Ja. Und ich so, was? Ne? Und dann habe ich natürlich nicht lange nachgedacht und habe zugesagt. Und dann haben die tatsächlich einen Tag lang, sind wir in Köln gewesen und die waren hier bei mir zu Hause und haben den Beitrag gedreht. Und 2 Wochen, bevor der live gehen sollte, haben sie mich noch angerufen und haben mich live in die Lokalzeit eingeladen. Sehr schön. Also das war wirklich so, wo ich gesagt habe, schau mal, wozu es führen kann. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da hat sich ein Auftrag draus ergeben. Da kam, also es, tatsächlich haben mich ganz viele Leute danach angerufen und wollten mir ihre Heimatgedichte verkaufen und so, was okay ist, ne? Alles gut. Aber diese Referenz zu sagen, ich war da im Fernsehen, es gibt diesen Bericht immer noch, kann man sich auf meiner Webseite anschauen und so, das ist halt wirklich eine schöne Sache. Und deswegen versuche ich da auch immer wieder einzuhaken. Ich muss mich tatsächlich am Riemen reißen und sagen, was gibt es denn gerade Neues? Und dann ist die Pressemeldung auch schnell raus. Ne? Genau das. Und das, also danke, dass du uns das erzählt hast, weil genau so kann es nämlich laufen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist fantastisch. Also ich kann wirklich immer wieder nur jeden dazu ermuntern, das wirklich auch zu spielen. Gerade auch die Lokalpresse kann total spannend sein. Und in der Tat muss es nicht zum Auftrag führen, denn PR hat ja eine andere Funktion. PR hat erstmal die Bedeutung, Beziehung zur Öffentlichkeit aufzubauen und die auch eben zu halten. Ja? Und natürlich dich als Expertin zu positionieren. Denn wenn Medien, redaktionelle Medien, nicht soziale Medien, über dich berichten und es für wert halten, zu dir rauszufahren mit dem ganzen Kamerateam oder die Lokalpresse zu dir kommt, hey, geil, super. Mhm. Dann hast du dann hast du ganz viel richtig gemacht. Ne? Das wird total unterschätzt. Ja, total. Ja, deshalb gibt es ja auch Unespresso Con zum Beispiel, ne? Weil es total unterschätzt wird. Ja, genau. Ja, beim Thema richtig machen sind wir noch 3 Tipps für Autoren, die ein Buch schreiben wollen und aus welchen Gründen auch immer noch nicht zu dir kommen können, wollen. Ja. Also, erster Tipp, werd dir erstmal klar darüber, warum du dieses Buch brauchst. Und zwar wirklich dahinter schauen. Ne? Was ist das Warum hinter dem Warum hinter dem Warum? Ja, also nicht sagen so, ich will ein Buch haben, weil alle das haben. Was steckt denn dahinter? Und dann kommt häufig so, ich will das Buch haben, weil ich Kunden gewinnen will. Warum willst du den Kunden gewinnen? Ja, weil es über Social Media nicht klappt. Ja, warum klappt es über Social Media nicht? Weil meine Angebote nicht klar sind. Ja, und das muss alles damit reinfallen. Ne? Also, oder weil meine Zielgruppe nicht klar ist.
So, und das muss erstmal gerade gezogen werden, weil sonst kannst du das Buch zwar schreiben und kannst es vermarkten, aber dann hast du genau den gleichen Effekt wie vorher, nämlich keinen. Ne? Deswegen wirklich da genau hinschauen. Zweiter Tipp, Zielgruppenanalyse. Bitte nicht ein Buch schreiben für alles und jeden, weil wie willst du es vermarkten? Du musst die Zielgruppe klar für dich haben. Sind es Frauen, sind es Männer? Ist es divers? Ist es welches Alter? Sind es Professoren, sind es Jugendliche? Du kannst dann im Buch viel besser die Zielgruppe ansprechen, weil du kennst ihre Sorgen, Nöte, Herausforderungen und du weißt, wie sie kommuniziert. Ist sie eher locker unterwegs? Ist sie sehr steif unterwegs? Und später kannst du im Marketing oder eben zum Beispiel auch in der Presse genau diese Zielgruppe auch ansprechen und der das Buch quasi wie auf dem Silbertablett servieren. Habe ich Jugendliche, bin ich vielleicht eher auf TikTok mit meinem Marketing. Habe ich Professoren der Chemie, dann sollte ich vielleicht eher eine Fachzeitschrift nehmen, um dieses Buch zu visieren. Und der dritte Tipp ist einfach anfangen. Also ich weiß, viele versuchen sich in der Struktur zu verzetteln. Ja, die haben Wände voll mit Kapitel-Post-its und machen da Trello-Boards und was weiß ich, irgendwelche Mindmaps und so. Und verzetteln sich erstmal ein halbes Jahr in ihrer Struktur und sind danach verwirrter als vorher. Der beste Tipp ist, setz dich auf deinen Hintern, öffne ein Word-Dokument oder was auch immer du nutzt und fang an zu schreiben. Denn dein Hirn muss erstmal kapieren, schreiben ist nichts Schlimmes, schreiben macht Spaß, komm in den Prozess. Und wenn du über das schreibst, gerade als Coach, was du jeden Tag erlebst, du hast ja Menschen, die du betreust, du hast Erlebnisse, wenn du darüber schreibst, dann kannst du das Ganze später zusortieren in Oberkapitel und kommst so auch zu deinem Buchprozess. Mirjam, ganz herzlichen Dank für dieses sehr reflektierte, schöne, praxisnahe Gespräch. Ich freue mich für jeden, der zu dir ins Coaching geht oder in die Autorenakademie, die im September aufmacht. Alle Informationen, wisst schon, wieder in den Shownotes. Mirjam, dir alles Gute, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und jetzt Prosito Espresso. Ja. Mach's gut. Bis bald. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Recino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast? Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.